Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denkt bitte im Verlauf des Videos daran, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt und in Zukunft informiert werden wollt, wenn auch ein neues Video online geht, dürft ihr auch die Glocke aktivieren. Wir machen mal wieder ein klassisches Unboxing mit ein paar Informationen drumherum. Und zwar soll es gehen um das ganz neu erschienene OnePlus 12. Eine ganze Zeit lang gab es die OnePlus-Geräte in Deutschland nicht mehr. Mit dieser 12er-Serie geht es jetzt wieder los. Es sind preis-leistungstechnisch sehr gute Geräte. Bevor wir aber auf die ganzen Details eingehen, würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Und ich möchte auch ein, zwei Worte verlieren zu dem ganzen Lieferprozess, denn mein Bruder hat sich das Handy bestellt, und zwar direkt in China. Da gibt es einen Shop, den verlinken wir euch in der Videobeschreibung, wo ihr das in die EU importieren könnt, schon mit Zollgebühren und allem drum und dran. Es wird sogar das europäische Betriebssystem noch installiert. Da spart ihr schon eine Menge Geld, ich glaube fast 250 bis 300 Euro. Und ihr könnt die Farbe Weiß erwerben, die es in dem EU-Shop gar nicht zu kaufen gibt. Daher kommt das Ganze jetzt auch nicht mehr ganz versiegelt hier an, denn es muss ja das neue Betriebssystem drauf installiert werden. Es gibt aber sehr, sehr viele Berichte, dass es mit dem Shop wunderbar funktioniert. Und es ist jetzt angekommen. Die Lieferzeit ist zwar ein bisschen länger, aber wir sind mal gespannt auf die Farbe und packen es jetzt tatsächlich mal aus. Wir haben ja also oben und unten zwei Siegel, die hier nachträglich draufgeklebt sind. Wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ich weiß nicht, wie es aus dem EU-Shop kommt. Und dann können wir hier schon diese Folie abziehen. So, mattrote Verpackung mit einem großen 12 drauf und sehr vielen chinesischen Zeichen drumherum. Auch hier alles voller chinesischer Schrift, logischerweise. Ja, dann liegt hier mal nicht das Handy oben drauf, sondern das Zubehör. Dann bekommen wir hier einmal das Handy präsentiert in einer Folie, das wir dann hier rausziehen können. Schon mal ein kleiner Sneak Peek vorab. Dann ist dabei einmal das Ladekabel, und zwar USB-C auf USB-A, und ein Netzteil, das sicherlich in China so verwendet werden kann, in Deutschland aber nicht. Das ist vielleicht auch der einzige größere Nachteil, den man hier hat. Man bekommt dieses Supercharger-Netzteil eben in dieser Ausführung. Der Shop selber gibt dann hier noch so ein Adapterstück mit, wo ihr dann dieses Netzteil adaptieren könnt. Die Qualität von dem Adapter ist aber so schlecht, und ich würde sagen, na doch, ein CE-Zeichen hat es, aber sonst auch nichts. Davon würde ich wahrscheinlich eher abraten und dann eben eins von den schon vorhandenen Ladegeräten nehmen oder eins dazu kaufen. Man spart sich ja ein bisschen was, oder eben einen teureren Adapter, der dann auch was taugt. So, das hier ist jetzt der Lieferumfang. Bevor wir uns das Handy angucken, würde ich sagen, packen wir mal das Kabel noch kurz aus hier. Das ist in Rot, wie man es von OnePlus kennt. Das ist auch extrem schwer und dick, also das wirkt wirklich hochwertig. Ja, 1,20 Meter würde ich sagen. Wie gesagt, USB-C auf USB-A. Dann liefert OnePlus hier in diesem netten kleinen Karton auch noch eine Schutzhülle mit. Und zwar in Schwarz aus Silikon, damit ich dann die schöne weiße Farbe eben nicht mehr sehe. Und ein bisschen was an Lektüre, aber eben alles auf Chinesisch. Also da werdet ihr nicht viel lesen können. Ja, dann hier die Aufkleber noch und den kleinen Pin, um das SIM-Kartenfach zu entsperren. Ganz lustig, der SIM-Kartenpin hier ist wie ein Smiley geformt, ein lachender. Das ist ganz cool. Dann schauen wir uns mal das Gerät oder das Smartphone selbst an. Hier also so eine kleine Lasche. Vielleicht als erster Hinweis schon mal, wir haben hier eine Display-Schutzfolie auch schon aufgebracht vom Hersteller. Macht OnePlus, glaube ich, auch schon seit Anfang an. Die könnt ihr drauf lassen, die muss nicht abgezogen werden. Die ist tatsächlich zum Schutz des Displays da. Ja, dann haben wir ein sehr rundes Design, finde ich. Also sowohl das Display ist an den Ecken abgerundet, als auch der Rahmen ist sehr, sehr rund. Ansonsten erinnert so das Display an ein Samsung-Smartphone tatsächlich. Auch die Tasten, eine große Lautsprechertaste, eine Power-On-Power-Off. Dann haben wir hier noch einen kleinen
Regler mit drei Stufen. Oben Mikrofon, Sensoren, unten ist der SIM-Karten-Slot, unten ist der USB-C-Anschluss und auch Mikrofon und Lautsprecher. Das ganze äußere Rahmendesign ist in Hochglanz Silber, würde ich sagen. Also das ist wirklich ganz klassisches, so chrom, silbermäßig, extrem glänzend. Ihr seht es ja. Auf der Rückseite sitzen dann die drei großen Kameramodule, Objektive von Hasselblad. Und man sieht hier sogar hinten drauf, was verbaut ist. Ein Objektiv F1,6er Blende mit 23mm, F2,2 mit 14mm und dann noch das F2,6 mit 70mm. Ja, dann gibt es noch einen Sensor, einen Blitz, was man eben so kennt. Auf jeden Fall sehr auffällig das Design von dem Kameramodul hier. Man muss einem gefallen und geht hier nahtlos aus dem Rahmen in genau selben, in derselben Chromoptik über. Über den gesamten Modul hier ist Glas, also nicht nur über den einzelnen Objektiven, sondern über dem gesamten. Ja, und dann haben wir hier hinten eben diese Weiß-Optik, die weiße Farbe, die es tatsächlich so nur in China gibt. Das Produkt bekommt ihr in dieser Farbe auf dem europäischen Markt faktisch einfach nicht. Wenn ihr das wollt, müsst ihr es eben auch so importieren. Dann schalten wir das Gerät direkt mal ein. Ich versuche jetzt einfach mal den standardmäßigen Power-Button gedrückt zu halten. Wie es ja vibriert schon. Startet OnePlus-Logo, Android. Damit wir uns zumindest mal noch das Display und den Rahmen anschauen können. Und ja, das fährt jetzt hier langsam hoch. Ja, das war's auch schon. 48% Akku. Dadurch, dass hier ja ein neues Betriebssystem aufinstalliert wurde, ist es natürlich auch schon so weit eingerichtet, dass wir es direkt starten können. Da ist es eigentlich ganz praktisch und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Browser-Seite auf, damit man mal sieht, wie so das Display ist. Also der Rahmen ist schon vorhanden. Es liegt allerdings sehr, sehr schön in der Hand, dadurch, dass es so abgerundet ist an den Ecken, sowohl die hintere Seite als auch die vordere Seite. Und ja, Display macht jetzt im ersten Moment einen sehr, sehr guten Eindruck. Das Display fasst 6,82 Zoll, wenn wir da gerade schon dabei sind, und bietet eine 2K-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz. Hat 1600 Nits Helligkeit, ist also auch ordentlich leuchtkräftig, damit man in der Sonne draußen auch noch gut was erkennt. Dann würde ich sagen, machen wir mit den technischen Details auch gleich weiter. Dort haben wir einen Snapdragon 8 Generation 3 oder Gen 3, der hier sehr, sehr viel Power mitbringt. Das Ganze gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit 12 GB Arbeitsspeicher oder mit 16 GB Arbeitsspeicher. Wir haben hier die kleinere Version und haben auch nur 256 GB internen Speicher. Da gibt es natürlich auch nochmal eine größere Variante mit 512. So viel mal zu den wichtigsten Sachen. Die Kameras habe ich ja schon genannt, kann ich aber auch nochmal kurz ansprechen. Wir haben drei Objektive, 14mm Ultraweitwinkel mit f2,2, 23mm mit f1,6 und ein 70mm mit f2,6. Dann haben wir natürlich auch noch eine Kamera im Display vorne. Die Frontkamera ist eine Notch, völlig unabhängig vom Randsitz, also mittendrin. Die hat 32 Megapixel und eine Blende von f2,4. Ist also auch ganz ordentlich. Wir haben hier einen 5400 mAh Akku, also ordentlich Leistung. Können mit 100 Watt übers Kabel oder mit 50 Watt auch wireless laden. Über eine Wasserdichtigkeit oder eine IPX-Zertifizierung, das ist wassergeschützt, habe ich jetzt auf der Webseite tatsächlich gar nichts gefunden. Falls ihr da mehr wisst, schreibt es doch sehr, sehr gerne in die Kommentare, dann ergänzt es das Video auch in dem Punkt noch. Auch sonst ist natürlich alles an Bord, was man so braucht. Bluetooth 5.4, es unterstützt sogar Wi-Fi 7 schon. Wir haben eine eSIM an Bord, können also eigentlich aus den Vollen greifen und so ziemlich alles damit tun, was wir möchten. Ihr seht schon, technisch sind wir hier mal wieder auf dem höchsten Niveau unterwegs, so kennt man es von OnePlus auch. Und muss da eigentlich keine Abstriche machen für einen wirklich sehr ordentlichen Preis. Dann kommen wir vielleicht noch zum Preis und den Farbvarianten, die es tatsächlich auch auf dem europäischen Markt gibt. Und zwar gibt es neben einem Emerald Green, also das ist tatsächlich ein Grün mit so einer Maserung, sehr
gewöhnungsbedürftig, aber muss einem gefallen. Wir verlinken es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und es gibt noch ein Silky Black, das ist also ein klassisches Schwarz. Sage ich jetzt einfach mal, das sind auch die einzigen zwei Farben, die ihr tatsächlich hier in Deutschland ganz normal erwerben könnt. Die kleinere Variante mit 256 GB internem Speicher und 12 GB RAM kostet hier 950 Euro. Wenn ihr die größere Variante wollt, dann zahlt ihr 1100 Euro. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, warum mein Bruder das Handy bei Trading Shenzhen, also einem Shop direkt in China, bestellt hat. Denn einerseits bekommt man da hier diese exklusive Farbe und andererseits spart man sich um die 250 Euro, denn das Gerät kostet hier 950 und er hat jetzt inklusive Versand für knapp 700 Euro bekommen. Also schon eine ordentliche Summe, die hier gespart wird. Man muss ein bisschen mit Abstrichen rechnen bei eben dem Netzteil. Da braucht er entweder ein ganz anderes oder eben einen Adapter. Und die Lieferzeit ist natürlich auch noch ein Punkt, denn beworben wird hier zwischen 6 und 14 Tagen Lieferzeit. Das ist natürlich schon deutlich länger, als wenn man es hier im offiziellen Europa- oder EU-Shop bestellt. Ansonsten finde ich aber, hat sich das Ganze schon gelohnt, denn ich glaube, weiß fände ich jetzt wahrscheinlich von der Farbauswahl, die man bei diesem Gerät hat, auch mit die schönste. Und ja, so viel Geld zu sparen, macht, denke ich, schon jedem Spaß. Damit sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen was über das Gerät erfahren. Bleibt auf jeden Fall noch dran, denn es folgt das Produktvideo. Da bekommt ihr alles nochmal im Detail zu sehen. Da packen wir das Ganze auch mal noch in die Schutzhülle rein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr alle Links und Infos zu dem Produkt wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen entspannten Morgen, Mittag, Abend, Tag, je nachdem wann ihr das Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der kommenden oder vergangenen Videos wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!